Ja, Susan Schulz, gell? Stand in Gams, wirklich ein wunderschönes Beizli. Eine riesige Anstrengung, die dahinter steckt, oder? Ja, wir haben ein grosses Team mit 6 OK-Mitgliedern, die den Stand hier in Gams realisiert haben in den letzten 2 Wochen. Das heisst, hat jeder wirklich einen Zeck gehen und es war eine riesige Arbeit bei da gewesen, beim Aufbau. Also was da hergeschreckt worden ist, wie sich die angestrengt haben. Du hast sicher auch gesehen, was da für einen Einsatz dahinter steckt, oder? Ja, jeder Einzelne hat in seinem Resort einen vollen Einsatz gegeben und hat dafür gesorgt, dass der Stand heute so aussieht, wie er da ist. Vor allem Bauequipe hat vollen Einsatz gegeben vor Ort. Was meinst du, was bringt das so eine Ausstellung, so eine Wiege? Bringt das etwas oder wie schätzt du das ein? Ich denke, die Wiege ist sehr wichtig, gerade für das regionale Gewerbe, um sich zu zeigen, um auch zu zeigen, dass eher eine Wohngemeinde wie Gams auch ein aktives und intaktes Gewerbe hat und auch sehr interessante Ausbildungsplätze hat für den Nachwuchs, aber genauso ist es wichtig, dass die Geschäfte ihre Produkte und ihre Leistungskräfte können zeigen können. Und für da ist die WIGA eine sensationelle Plattform. Wie viele Aussteller haben Sie da? Wir haben aktuell 13 Aussteller hier. Und von diesen 13 Ausstellern sind aber 3 auf einer flexiblen Fläche tätig. Das heisst, flexibel, die sind Tagesaussteller, die vielleicht 1, 2 oder 3 Tage ausstellen. Die Wiegen, eben, man hört sie dran auch, gell, sind so ein riesiges Fest und so gemeinsvermischt. Es ist eben auch ein Treffpunkt, die Wiegen, gell? Auf jeden Fall, es ist ein Treffpunkt und ich sage immer wieder gerne den Spruch, es sind 10 Tage oder jetzt neu 7 Tage, wo das Werdenberg in einem Ausnahmezustand ist. Und wenn man jemanden treffen will und mit jemandem Kontakte und ein Geschäft machen will, dann muss man einfach an die Wiege gehen.